Und ein herzliches Willkommen zurück bei Star Wars Knights of the Old Republic mit eurem Ben Stormrider. Und wir sind gerade siegreich aus dem Kampf mit Sherrok, dem Jedi-Killer, hervorgegangen. Haben einen Haufen Laserschwerter bekommen von ihm, aus seiner Sammlung sozusagen. Und das haben wir uns alles noch nicht angeguckt. Wir haben außerdem einen Riesenhaufen Blaster von den Mandalorianern bekommen. Hier, Cassus Fett, schwere Pistolen. Ich glaube, die bekommt man eigentlich nur zweimal im Spiel. Jetzt haben wir sie sechsmal. Das ist ein bisschen unfair. Wir räumen die Überzähligen weg, ne? So, jetzt was die Laserschwerter angeht. Wir haben jetzt tatsächlich noch viele Laserschwerter dazu bekommen. Deren Farben wir vorher noch nicht hatten. Hier ist noch einer in Türkis. Ich gehe mal auf die Hawk. Weil hier konnte man das immer so gut sehen und beobachten, wie diese Laserschwertgriffe denn nun aussehen. Wir gucken uns das erstmal kurz an. Ja, durchaus. Ne? Also hier sieht man den Griff sieht man schon ganz gut. Drehen, ja. Gut. Also das wäre der Türkise. Und dann haben wir noch einen, der sieht hier bronzen aus oder so. Der ist aber eigentlich, ne, also kommt uns vertraut vor, ist auch eine orangene Farbe. Diese beiden Schwerter werden wir aber nicht verwenden können. Weil das sind zwei Kristalle, der Mantel der Macht und das Herz des Wächters, die bekommen wir im Spiel eigentlich ganz, also gleich so schnell sollten wir an die eigentlich nicht rankommen. Das ist eigentlich schwerer, an die ranzukommen, und deshalb tue ich die erstmal weg, wisst ihr? Wie machen wir denn das nur? Ich glaube, ich gehe in den Frachtraum, das wird das Beste sein. Und schließe die einfach weg. Wie wir das vorher auch schon mit diversen Items gemacht haben. Welchen Container haben wir verwendet? Ich glaube, den Plastikzylinder. Genau, da ist ein Datapad drin. Diese beiden... Achso, das eine habe ich jetzt gerade ausgerechnet. Habe jetzt gerade hier aktiviert. Moment mal. Wir tun vielleicht nur die Kristalle da rein. Die Laserschwerter können wir ja behalten. Wir haben zwar zu dem Zeitpunkt im Spiel eigentlich auch noch nicht so viele Laserschwerter, aber ich finde, das ist halt gerechtfertigt, weil der Sherrok, der hat halt eine Sammlung an Laserschwertern. Ich kann auch mal kurz demonstrieren, warum ich denn diese Schwerter jetzt nicht benutzen will. Guck mal, der Bonda-Kristall, ne? Der bringt in einem normalen Schwert Betäubung auf Schwierigkeitsgrad 10 für 25% für 2 Runden, ja. Und der Rubat-Kristall, der bringt eigentlich Angreifen und Schaden plus 1. So. Wenn ich die jetzt in das Schwert mit dem Herz des Wächters einbaue, plus 2, plus 2, das ist stärker. Hier auch der Schwierigkeitsgrad ist höher auf 14 anstatt 10. Die gleiche Story haben wir mit dem Mantel der Macht. Machtpunktregeneration 3. Hier auch der höhere Schwierigkeitsgrad. Das heißt, die sind einfach ein bisschen... Huch. Die sind einfach ein bisschen unfair stark jetzt zu diesem Spielzeitpunkt. Deshalb, ich glaube, ich hätte es lieber, wenn wir uns die regulär erarbeiten. So wie man das eben normalerweise macht. Achso, jetzt muss ich mein eigenes Laserschwert wieder normal ausrüsten. So. Wieso ist es plötzlich grün? Achso, ich habe es nicht ausgerüstet. Das ist es. Er hat jetzt einfach... Hat er irgendeins genommen? Nee, ich habe das einfach gewechselt. So, das ist jetzt wieder unser Stromlinien-Laserschwert. Das ist zwar auch vielleicht... zwei Pünktchen oder was stärker, aber es verändert die Fokussierkristalle nicht. Ja, gut. Also, die Kristalle hauen wir da hinten jetzt rein. Was wir außerdem hier haben,
die Fernkampfwaffen, die wir bekommen haben, ne? Kassos Fett, schwere Pistole. Guckt euch diese Power an. Angriffsbonus plus 3, Betäubungschance, 4 bis 11 Schaden und dann ist die auch noch aufrüstbar. Cassus Fett hatte während der Schlacht im Jagernebel den Captain einer republikanischen Fregatte ermordet und ist seitdem verschollen. Angeblich ging er nie ohne seinen Blaster aus dem Haus. So, der hat maximal hat er 2 Blaster gehabt. Ne, maximal. Wir behalten vielleicht nur einen. Was wir außerdem bekommen haben, sind irgendwie, ich weiß gar nicht wie viele hier. Guck mal, wenn man das, also der wird, der kann scharf werden. Ne? Das ist schon alleine saustark. Dann haben wir hier 1W4, 1W4. Nochmal Angriffsbonus plus 1 bis zu 19 Schaden. Leute, das ist gecheatet, wenn ich so viele von denen behalte. Ich behalte eine von denen und die anderen tue ich in die Kiste. So machen wir das, weil das ist sonst unfair. Wo wir gerade bei Items sind, wir haben, damit wir die ganzen Pistolen auch hochbringen können, ne, haben wir außerdem 5 Servoverschlüsse, Energiezellen und 4 Zielfernrohre bekommen. Und ich glaube, das, was noch fehlt, Energiestrahlsplitter oder so auch noch, hier. Ich bin dafür, dass wir die behalten. Wir rüsten auch eine Cassus Fett schwere Pistole komplett auf, weil die hätten wir wahrscheinlich tatsächlich bekommen. Eine ist komplett aufgerüstet. Dann rüsten wir die anderen Sachen, die wir haben, komplett auf. Ja, Blaster müssen wir mal gucken. Wir wählen die stärksten Blaster aus, ne? Obwohl, wir können sie. Bendak ist schon ausgerüstet. Ich hau hier mal alles rein. Ich glaube, wir haben genug. Und tatsächlich alles hier. Damit können wir ab sofort Sternschiffe vom Himmel schießen. 21 dazu. Ach du Scheiße, wie viel? Wie viel? Ich guck gleich mal nach. Ich rüste das mal spaßeshalber aus, wie viel das mit der Bowcaster, hier der Repetierblaster. Ich sag mal, das ist der Bonus dafür einfach, dass wir gegen den Kerl gewonnen haben, obwohl der eigentlich so übermächtig war. Mit seinen Lichtschwertern und dann der mandalorianischen Rüstung, die ja jetzt auch unfair stark geworden ist durch die Mod. Ne? Weil Mods machen das Spiel nicht nur einfacher, die Mandalorian Ultimate insbesondere und die Sherrock Attacks with Lightsabers, diese beiden Mods machen das Spiel schon an dieser Stelle sehr viel schwerer. So, ich bin mal sehr gespannt, wenn wir jetzt, ich nehme mal Candles. Wenn wir jetzt diese Knarre hier ausrüsten, die Briar Gun. Ach du Scheiße, bis zu 44 Schaden, Leute. Hör auf, das können wir doch nicht machen. Das geht nicht, das ist gecheatet. Ich behalte sie im Menü. Oh ja. Für die ganz ausweglosen Situationen, aber ich glaube nicht, dass wir sie verwenden werden. So, was den ganzen Rest angeht von dem Schmöckes, den wir erbeutet haben. So viele Pistolen kann Cassus Fett nicht gehabt haben. Allerhöchstens 2, weil mehr Arme hat er ja nicht. Aber ich glaube, vielleicht war es nur eine. Deshalb packen wir den ganzen Rest hier hinten in die Kiste. Die sind, glaube ich, auch viel wert, wenn wir die verkaufen würden. Das machen wir auch nicht. So, weil dann hätten wir schon so furchtbar viele Credits. Ichani Ritualklinge. Da haben wir auch eine zweite von bekommen. Oh ja. Na ja, gut. Da können wir eine von versetzen. Die Lichtschwerter behalten wir mal. Hier, Herz des Wächters kommt in die Kiste. Mantel der Macht kommt in die Kiste. Die 5 un... Huch. Die 5 unaufgerüsteten Pistolen. Ah, siehst du, mit Doppelklick muss ich es gar nicht machen. Die aufgerüstete bleibt. Ansonsten ist okay. Jetzt habe ich nur den Fehler gemacht. Mist, hier kann ich so nicht reingehen. Was habe ich jetzt noch abgelegt? Nö, passt schon so. Ist okay.
So, dann wäre der unfaire Vorteil schon mal aus der Welt geschafft. Versteht ihr? Ich will mir hier nicht nachsagen lassen, dass ich cheaten würde oder so. Jedenfalls nicht ausgiebig. Ne, wie gesagt, der Kristall hier, der macht vielleicht auch 2 Punkte mehr Schaden als der Durchschnittskristall, aber hey, es sind nur 2 Punkte, was soll's. Lasst mich in Ruhe. Dafür haben wir die Mandalorian Ultimate Mod. Das macht die Mandalorianer viel schwerer, als sie eigentlich sind. Das ist schlimm genug. So, wir nehmen mal Bastila und Carf mit. Für das, was wir als nächstes vorhaben. Wir haben Elise den Druiden zurückbekommen. Mit der müssen wir noch sprechen. Mal gucken, wie sich die Dinge für die beiden entwickelt haben. Dann würde ich gerne tatsächlich erstmal die Druiden machen. Bevor wir weiter mit den Leuten reden, die uns beauftragt haben, die Mandalorianer fertig zu machen. Ich würde gerne vorher gerne in die Ruinen noch. Und danach müssen wir noch den Jedi-Orden bei der lokalen Fehde hier vertreten. Also so ungefähr in der Reihenfolge werden wir es machen. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Wir haben jetzt die Laserschwerter noch angeguckt. Haben die roten auch schon gesehen eigentlich? Doch, ich glaube, die habe ich schon gezeigt. So, also die Laserschwerter haben wir gesehen. Was die Pistolen nutzen, haben wir gesehen. Ach, wir müssen dem Carf müssen wir die richtigen Pistolen noch in die Hand drücken. Also eine von Cassus Fetts schweren Pistolen können wir ihm wohl tatsächlich geben. Das ist dann auch nicht gecheatet. Den hätten wir sowieso bekommen. Glaube ich. Hier. So. Macht dann auch bis 21 Schaden damit. Carfs Blaster bis zu 11 Schaden. Was haben wir noch? Bendax Blaster bis zu 12. Schon ein bisschen besser. Was rockt denn am meisten? Ja, okay. Der rockt am meisten. Der macht 46. So ein Witz. Ich glaube, ein schwerer Blaster ist okay. Oder ein Carfs Blaster. Schwerer Blaster? Ne, der macht nur bis 10. Ich glaube, es wird Bendax Blaster. So. Stabilitätshandschuhe. Ich glaube, der kennt sich noch mit Sprengstoff aus. War doch so, Carf. Haha, guter Witz. Okay, lassen wir das. Energiehandschuhe, Panzerhandschuhe. Das nützt alles nichts. Wieso? Wo haben wir die Panzerhandschuhe her? Die sind auch von Sherrock, ne? Dieser funktionsfähige Prototyp eines Energiehandschuhs ist ein gewaltiger technischer Fortschritt. Die Dominator-Panzerhandschuhe verleihen ihrem Träger eine unvergleichliche Macht. Ich weiß gar nicht, ob wir die bekommen hätten an der Stelle. Aber es ist nicht unrealistisch. Und ich meine, er hat sie ja im Kampf auch getragen. Also lasst uns die einfach mal verwenden. Wir sind jetzt immer noch nicht, guck mal hier, wir haben gerade mal 15 Stärke. Wir sind einfach ein Würstchen normalerweise im Kampf. Und ich muss auch sagen, ich habe ja beim Charakterbau nicht genau gewusst oder vergessen gehabt, wie das genau mit der Intelligenz ist. Ich dachte, es wäre nach dem Pathfinder-System, aber das stimmt nicht ganz. Also wir bekommen nicht +3 Fertigkeitsringe pro Level, sondern nur die Hälfte von dem Modifikator. Und dann hättest du +2 mit 14 Intelligenz auch getan. Und der dritte Punkt, wo ich hier ganz viele Punkte im Charakterbau verschwendet habe, einfach auf die Intelligenz. Der dritte Punkt bringt einfach einen Bonuspunkt auf die anderen Fähigkeiten, die auf Intelligenz basieren. Und ansonsten, da hätten wir noch in Stärke investieren können oder Verfassung, dann wären wir im Kampf nicht so eine Niete. Habe ich nicht gewusst, habe ich die Punkte falsch verteilt, deshalb stinken wir im Kampf meistens ab, deshalb lasst mich in Ruhe, ob sie Panzerhandschuhe hier normalerweise gab oder nicht. Ich verwende die jetzt einfach mal und dann ist es vielleicht weniger krampfig, hier durchzukommen. So. Da vorne steht Elise und ihr Druide. C842, ne? War der Name, genau. Wie ich mir das nur merken konnte. Also dann sprechen wir mal. Oh, danke. Danke. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn getan hätte. Hm.
Ich bin so froh, dass er wieder bei mir ist. Wir gehen jetzt gleich nach Hause und feiern deine Rückkehr. Du bist doch mein süßer kleiner Druide. Ich werde dich lieben und ölen. Versprochen. Und ich sorge dafür, dass du nie wieder davonläufst. Der jammert ja gar nicht vor Mitleid. Aber wir haben einen Tagebucheintrag bekommen. Da geht er brav mit. Lieben und Ölen. Na, hoffentlich wird das Ölen mit einem handelsüblichen Öl betrieben. Und nicht mit Naturöl, wenn ihr versteht, was ich meine. So, was haben wir denn da? Erledigte Aufträge werden das jetzt sein. Der verschwundene Gefährte. Du hast in der Nähe der Enklave Elise um C842 getroffen. Elise war über die Rückkehr ihres Druiden überglücklich. C842 teilte ihre Begeisterung. Nicht ganz. Ich will gar nicht wissen, was der Druide alles erdulden muss. Vielleicht hat er auch einen eingebauten Vibrator. Ich habe ja so meine Verdächte. Gibt es eigentlich eine Mehrzahl von Verdacht? Verdächte? Kann man das sagen? Der Typ hier hatte auch noch eine Rüstung, ne? Wir haben ja zu viele mandalorianische Rüstungen auch noch bekommen. Der hier hatte eine spezielle Rüstung. Ob wir jetzt mehrere unfaire, starke Rüstungen haben oder nur eine aus Marmot, ist eigentlich auch wurscht daher. Gucken wir uns das gute Stück nochmal an. So, jetzt sind das mehrere. Ne, wir haben schon was vertickt. Die ich meinte, war für 15.000. Das ist diese hier. Guck mal, die können wir uns jetzt leisten. Weil wir haben auch so viele Credits bekommen von davon, dass wir Sherrock erledigt haben. Und die hat nur 14 Verteidigungsbonus. Das ist schon fast, das ist schon fast schwach für 15.000. Ja? Weil hier, die hat ja 19, ne? Die mandalorianische Rüstung. Na gut, 14 ist auch schon sehr stark eigentlich. So, und dann hat die halt Widerstand gegen Kälte, Feuer, Schall und gegen manipulierend. Und es hat keinen Item-Text. Ich kaufe die jetzt mal, dann sind wir auch die überschüssigen Credits los. Und vielleicht stecken wir Carve da einfach mal rein. Und ich habe keine Ahnung, was es genau für eine Rüstung ist und aus welcher Mod die kommt, muss ich ja zugeben. Weil ich kann halt die Beschreibung nicht durchlesen. Ach so. Das, liebe Freunde, ist Kasus Fetz Rüstung. Und da wir die Blaster hier schon bekommen haben und jetzt auch noch die Rüstung. Und guck mal, die sieht wirklich einzigartig aus. Eigentlich sollte Bendax Rüstung auch einzigartig aussehen, aber es hat nicht so richtig hingehauen. Ja, cool. Also richtig cool. Das wäre eigentlich was für Candorus, oder? Die Rüstung. Die können wir Candorus geben, tatsächlich, finde ich. Moment. Kauf mal in Unterwäsche. Gruppenauswahl funktioniert hier. Candorus. Ich finde, die können wir ihm wirklich geben. Also das ist auch nicht zu sehr... Ja, ist wahrscheinlich doch schon ein bisschen... Was hat denn Candorus an Geschick eigentlich? 20. Wieso hat denn der eigentlich so hohe Werte? Auch ohne das hätte der schon 18. Naja. Also eigentlich ist das eine Rüstung für Candorus. Ja, komm. Ich behalte es fair. Solange wir keine Rüstung haben, die eh nicht stark ist, im regulären Spiel werde ich die, obwohl... Ich habe die gekauft. Ich habe die gekauft für einen Haufen Credits. Wisst ihr was? Ich gebe ihm die einfach mal. Kommt her, was soll's. Welche war es? Diese. Ein richtiger Mandalorianer. So. Aber wir benutzen jetzt erstmal Carve. Und der bekommt auch die Republik... Nee. Den Militäranzug? Davix Kampfanzug? Der bekommt jetzt Davix Kampfanzug, finde ich. Was hat er denn vorher gehabt? Guck mal, wir haben hier noch Sturmpanzer Mandalorianische.
verschiedenen Farben wahrscheinlich. Denn einen davon können wir eigentlich auch loswerden. Huch. Welchen haben wir denn jetzt gehabt? Die republikanische Rüstung oder was? Das ist aber ein bisschen schwach, ne? Komm, der kriegt jetzt Darviks Kampfanzug und ist gut. Ja? So viele Rüstungen schon fast als. Als Sammlerstück kann man die schon fast verwerten. Hier, den haben wir doppelt. Mal einfach ticken, dann sind wir auch nicht mehr so pleite. Ja, von den anderen, aber halten wir einfach mal einen pro Stück, ne? Meine Fresse. Die Ichani-Ritualklinge. Ist auch nur 70 wert. Können wir ruhig eine loswerden. Ist nicht so. Ach, was haben wir denn hier? 2 bis 16. Oh, wir haben jetzt so viele Doppelschwerter, ne? Mehr als wir brauchen. 3 bis 13. 4 bis 14. 2 bis 16. Und 4 bis 18. Ach du Scheiße, wie soll ich mich denn da entscheiden? 4 bis 18. Ist auch gegen Druiden. Die Ichani-Klinge. Scheint die schwächste tatsächlich zu sein. Vibro-Zwillingsklinge ist allerdings die ungenaueste. Die haben ja alle Angriffsbonus bis auf die. Versteht ihr, was ich meine? 2 bis 16. Ist auch der niedrigste Minimalschaden. Aber so viel nehmen die sich nicht, ne? Aber wir sollten sowieso beim Laserschwert bleiben, aus dem einfachen Grund, wir haben nur mit dem Laserschwert den Machtsprung. Macht nicht viel Sinn, aber so ist es halt. Den können wir mit einer anderen Waffe nicht verwenden. Nur wenn wir ein Laserschwert haben. Ja, ich glaube, wir müssen uns von einer Klinge verabschieden. Und dann wird es wohl die Vibro-Zwillingsklinge. Vielleicht Ichani-Ritualklinge auch noch. Alter, Yuzane-Schwert ist aber sauteuer. Wir haben auch viel zu viele Laserschwerter eigentlich schon. Ja, nicht so spannend diese Folge, gebe ich zu. Wir sind auch gleich schon wieder auf... Ach, wir sind schon auf Folgenlänge, meine Fresse. Ja, komm, weg mit der Klinge. Wie viele Schwerter brauchen wir denn maximal? Lass mich mal überlegen. Wir könnten 2 verwenden. Bastila hat eigentlich ein Doppelschwert. Das macht schon ganz gut Sinn. Wir bekommen noch, das verrate ich schon mal, 2 andere Jedi-Gefährten. Wir brauchen, die haben beide sogar selbst auch ein Schwert dabei. Wir brauchen also maximal noch 2 Schwerter zusätzlich. Naja, okay, 3 Schwerter. Wir könnten ja auch noch doppelhändig. Jetzt behalten wir uns mal die Möglichkeit, offen mehrere Farben zu verwenden. Ja, das heißt, die, die wir doppelt haben, verkaufen wir. Zum Beispiel das Grüne hier. Ja, die sind gleich. Moment, wieso hat das hier keine Beschreibung? Was hat denn das jetzt für einen Grund? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn ich die Kristalle wechsle, seit ich die Mod drin habe, zeigt er das dann so nicht mehr an. Weil die Grafiken hier von dem Laserschwert auch geändert sind, also auch im Menü. Aber das hier habe ich zum Beispiel, da habe ich den Farbkristall noch nicht geändert, das wird weiterhin angezeigt. Na, aber das haben wir da alles schon mal gelesen. So, wir haben hier noch Farbkristalle, blau und gelb. Das heißt, ich könnte ein blaues und das gelbe Schwert eigentlich verkaufen. Vielleicht beide blaue. Und das gelbe hier. Können weg. So, 1, 2, 3, 4, 5. Und die rechtschaffene Hand der Gnade. So, wir könnten noch 2 loswerden, würde ich sagen. Ein grünes und ein rotes. Macht ja Sinn. So, dann guck mal, wie schön viel Geld wir schon wieder haben. So.
Können noch mal einen schweren Blaster verkaufen auch. So viele brauchen wir von denen nicht, wenn wir andere Blaster finden. Jetzt haben wir den von Cassus Fett ja dabei. Joa. Okay, dann kann es ja im Prinzip weitergehen. In der nächsten Folge gehen wir also in die Ruinen und erkunden die, ja, und schauen, was es mit unserer Vision auf sich hatte, meine Güte. Alles klar, bis dahin, euer Ben Stormrider. Tschüss.